Hallöchen und willkommen zurück zu Let's Play Little Battlers Experience. Jetzt Support Nummer 20. Wahnsinn, das geht voran. Zwar mit vielen Pausen dazwischen, aber es geht langsam voran. Und bei den Pausen habe ich auch ein paar gute Gründe, die werde ich dann eventuell später ein bisschen katschen, wenn ich Zeit habe. Unter anderem war ein Festival dazwischen und das und das und das. Also Real Life Zeugs und Faulheit und bla bla bla. Was ist das? Ein Schweinchen-Telefon? Nee. Ein Pummeluff? Kirby? Was ist denn das? Irgendein Ding. Okay. Gut, aber wir müssen erstmal schlafen gehen und dann morgen weiter trainieren. Oh, schlafen ist ein gutes Stichwort. Bin auch noch ein bisschen müde, aber dazu hört ihr später mehr. Genau, so erstmal ab in die Haie und morgen geht's weiter. Ein Päuschen machen? Jupp. Ich muss morgen für das nächste Training fit sein. Am nächsten Morgen. Good morning in the morning. Okay, Zeit für weiteres Training bei Navarus. Das erinnert mich schon krass an Inazuma 11. Immer nur Training, Training, Training. Aber es zahlt sich aus. So, während ich da zu Navarro stampfe, kann ich mal ein bisschen was zum Festival labern. Also kommt der Cutscene. Ne, super. Das Ganze war jetzt insgesamt mein, ich sag mal, zweites richtiges Festival, wenn man das so sagen kann. Und das so musikalisch in Richtung Electro. Aber wie ist das? Electro, nicht Dubstep. Electro Dance. In diese Richtung war das aber ganz, ganz, ganz komisch. Vor allem, es hört sich alles so gleich an. Also das Ganze ist eh nicht so richtig meine Musikrichtung, aber es war einigermaßen in der Nähe und jo, Festivals sind eigentlich immer ganz geil. Da dachte ich mal, gut, gehe ich mal hin. Und ah, ich bin schon da. Ah, super. Quatsch, das Thema zu Ende. Na, später. Erstmal rein zu Navarro. Denn das Training wartet. Also nur mal kurz zusammengefasst, das Ganze war schon ziemlich cool. Nicht ganz meine Musikrichtung, es hat sich alles ein bisschen gleich angehört und ja, ich habe den ganzen Tag nur gegessen und ein bisschen komische Musik gehört und es war eigentlich ganz cool. So, gut zusammengefasst und jetzt weiter zum Training. In Ordnung, Zeit für weiteres Training. Du kannst deinen LBX nach Belieben ausrüsten. Yeah! Heute trittst du nicht gegen mich an. Gegen Sadie? Nee, Cass, oder? Diesmal trittst du gegen uns an. Wir wollen alles in unserer Maschine tun und ihn für den Kampf vorzubereiten. Wann? Ah, cool. Mach dich bereit, Wann. Ich werde mich nicht zurückhalten, Wann. Und du solltest das auch nicht tun. Also, bist du bereit? Warte mal. Was ist los, Wann? Lass uns anfangen. Jetzt sagt, ich kann meinen LBX nach Belieben umbauen und dann geht's schon los, oder was? Oder muss ich dafür rumbauen? Alles im Original, bis auf die mega geilen Beine. Ich glaube, die lasse ich sogar mal. Dachte mir mal, vielleicht. Weil 126 wahrscheinlich der stärkste ist, was ich habe. Oder gibt's was Besseres? Ich denke nicht. Oh! 136. Kündlicher Salut. Also eine Wumme, okay. Den ich auch habe, okay. Okay, bin ich schon super ausgerüstet. Vielleicht ein anderer Kopf. Ist irgendein besserer Kopf dabei? Dam, dam. Okay, der ist ein bisschen besser vom Bulldoze. Oder das Tempo ein bisschen niedriger ist, oder? Und gegen jetzt auch Hylles ist er C. Und der Kopf wiegt ein bisschen mehr. Insgesamt wiegt er 3 mehr. Aber er hat dadurch ein bisschen mehr Life Points und Verteidigung. Da wahrscheinlich ganz gut schützt, aber halt mit Gewicht. Geh so in den Ring. Sieht leicht krass verkleidet aus, aber
Ich versuch's mal. Ich denke, es wird noch später eh wahrscheinlich so hinauslaufen, dass ich immer was Neues zusammenbasteln muss, also wird es schon passen. Okay, dann wird es ein 1 gegen 2, oder? Das ist schon cool. Blablabla. Baba, weiß ich doch schon, laber mich nicht voll. Sicher doch. Kämpfe gegen Amy und Cass. Okidoki. Tatsächlich 1 gegen 2. Kein Diorama verwendbar, schade. Na gut, dann die alte Savanne. Wart muss ich nicht unbedingt anpassen. Okay, hätte ich doch noch machen können. Oder? Jupp, hätte ich machen können. Egal. Let's get it on. Wo schützt sie mich zuerst drauf? Go Achilles! Bring it on, bitch. Wollte mir zuerst. Okay, Amy schießt. Ich glaube, das ist besser, wenn ich erst sie ausschalte. Weil es relativ einfach geht. Und Bams! Immer auf die Kleinen. So, jetzt kommt Cass dran. Ich ein bisschen in Deckung gehen. So. Geht das auch so? Mal gucken. Wenn ich auflade, mich dann bewege. Ah, geht auch okay. Boom! Keine billige Taktik. Muss nicht unbedingt sein. Gehe ich mal langsam. Leicht schräg hier oben ist ein bisschen schlecht. Trifft mich ein bisschen besser. Oder hat eine große Waffe, aber. Okay, lädt nach. Warten. Nachladen und. Bums. Rauf hier. Und right in your face. Okay. Wer zielt schneller? Wahrscheinlich ihr. Oh, war sogar ziemlich gut. Bin ich gerade so strategisch? Wollte vielleicht ein bisschen aufs Warten, bis die Munition ausgeht. Aber schon ganz cool. Cooles Training. Destroyer wird hochgelevelt. Heiz mir einen Verteidigungsschub S. Supi. Spitzentraining. Du bist wirklich viel besser geworden. Gut genug, um mit dem Upgrade umgehen zu können. Cool. Aber was für eins? Was gibt's jetzt? Das hier ist ein Sigma DX9. Der neueste Hochgeschwindigkeitsmotor von Tiny Orbit. Also bin ich damit schneller? Wahnsinn. Ich wusste gar nicht, dass du so einen hast. Habe ich auch nicht. Er gehört jetzt dir. Wirklich? Wirklich. Dafür möchte ich nur, dass du beim Katakombenturnier dein Bestes gibst. Danke, das mache ich. Versprochen. Muss ich jetzt mal lernen, wie ich das ganze Teil einbaue? Warum baust du nicht schon mal ein? Ja, wenn ich wüsste, wie. A custom motor. The Sigma DX9. Alright, it's done. That alone! Yeah! Sweet! You just used a net! That's cheating! As if, bud. It's legit if it's inside a bomb. Well, boys, I'm up! Get him, Kunoichi! What's with her? Take this! No way!
Den habe ich doch schon mal gesehen. Und mal wieder reingesprochen in die Cutscene. Super geil. Speichern, jo. Jetzt müsste leise, hoppala. Huh. Geladen habe ich das hier, also das kürzere war das hier. So, weg damit. Jupp. Kapitel 5 schon. Ne, immer noch. Also, Halbzeit. Und wir sind wahrscheinlich ein bisschen flotter. Morgen ist also der große Tag. Das Katakomben-Turnier. Ich dachte, das läuft schon. Die waren da unten, haben schon gespielt, oder war das nur so ein Vorbereitungstrainings, Vorrundendings oder wie? Keine Ahnung. Und egal irgendwie, dass ich in der ersten Runde schon gegen Justin Kaido kämpfe, habe ich so ganz dunkel im Gefühl. Ja, und wir müssen vorsichtig sein. Die werden bestimmt so einige Fallen für uns vorbereitet haben. Alles klar. Gehen wir rüber ins Blue Cats Café und sehen uns die Sache mal an. Jetzt wird spannend. Erhalten Sigma DX 9. Neue Post. So, mal gucken. Was habe ich denn alles bekommen? So, da ist Maschinengewehre. Einhändig und zweihändig, das weiß ich schon. Eigenen Namen habe ich auch schon mal gemacht. Jetzt soll ich ein Passwort haben. Und kannst ein Passwort eingeben, um Spezialteile freizuschalten. Wenn es da schon irgendwas gibt, das glaube ich nämlich noch nicht so ganz, oder? Denn zumindest bei Downloads gibt es immer noch bis heute eigentlich nichts Neues. Es gab zwei, drei Mal was und das war's. Und das Spiel ist ja doch schon fast ein halbes Jahr da. Schon ein bisschen komisch. Katakomben-Turnier. Morgen seht ihr das Katakomben-Turnier. Wir haben das Spezialtraining mit Ken abgeschlossen und den Sigma DX9 bekommen. Jetzt heißt es nur noch das Turnier gewinnen. Und danach noch das Artemis-Turnier. So können wir deinen Vater aus den Fängen der Neuron Racers befreien. Jupp, super Story-Zusammenfassung. Kurz, knackig und ich kenne mich aus. So, wo ich noch nicht ganz auskenne, ist das Einbauen von DX9. So, also Operation im offenen Herzen. Puh. Also ich weiß, das hier ist von der Kernspeicher-Dings, wie viele Attacken ich einsetzen kann und wie viele Spezialattacken. Das ist grün, das war es noch orange ist genau. Eingebaut ist da irgendwas eine Batterie. Verbrauch insgesamt irgendwas, 110. Ist das hier? Ah, eher ist wahrscheinlich eingebaut oder benutzt. Also das hier eingebaut, die Wabe, hoppala. Das ist Wabe eingebaut. Gleiche Werte, gut. Was habe ich noch alles? Tab wechseln. Habe ich es ausgebaut oder? Jetzt ist es drin. Okay, Y ist ändern, also ausbauen. Also es ist jetzt draußen. Oder? Jetzt ist es draußen, okay. Jetzt kann ich Sigma nehmen. Also ein bisschen größer. Hoppala. Wo baue ich das denn ein? Nein. Ah, Fehler, okay. Also da fehlt was. Oh, kein Plan. Und ich baue mir hier alles raus. Nein.
Oder ich lasse es erstmal, bevor ich mich noch gar nicht mehr auskenne. Das kommt hier rein. So, jetzt geht's wieder, oder? Jupp. Okay. Aber ich könnte jetzt zumindest mal gucken, was das Teil bringt. Wenigstens das könnte ich mal machen. Weil das ist immer noch so mega kompliziert. Bin ich jetzt da? Also das Teil bringt Batterieverbrauch 180, Zielleiste 40, also Zielleiste 30. Schadensbeteiligung bei Feuer plus 18, Wasser minus 1 und Donnerblitz minus 1, okay. Also braucht das ein bisschen mehr. Ich hab da mehr Batterie, okay. Statt 110 aber 180 Batterie, also mehr Leben, mehr oder weniger. LP ist ja was anderes, haben wir auch hier. Und Zielleiste ist auch irgendwie was. Boah, das Spiel ist die reinste Wissenschaft, keine Ahnung. Und das ist ab 12 und ich bin über doppelt 12. Und ich check's nicht. Egal. Gehen wir mal zum Café. Noch ein kleines Match davor. Bock hätte ich schon drauf. Na, mal gucken. So, mal runter. Und raus hier. Raus aus der Schule. Es sind Sommerferien. Woo! Zumindest noch hier in Bayern. Wir brauchen nur noch 2-3 Wochen, glaube ich, oder? Oh, da kommt denn da? Black Suit Boss. Ich habe schlechte Neuigkeiten für euch. Eure Reise endet hier. Mit dick und doof. Hey. Gehört ihr Typen nicht zu den New Dawn Racers? Was wollt ihr? Das will ich euch lieben keine zeigen. Aber das sollten wir irgendwann machen, wo wir ungestört sind. Okay. Ja, sehr ungestört. Sehr komische Situation. Wann jammer noch? Wir fordern dich zum Kampf heraus. Du bist nicht der Einzige, der nur einen LBX hat. Darf ich vorstellen? Deku Ace. Deku Kai. Und mein aufgemutzter Deku. Ohne zweiten Namen. Diese machen wir dich platt. Hehe. Glaubst du, du kommst dagegen an? Auf geht's. Warte. Halt, stopp. Jetzt unterbrichst du mich? Also wirklich keiner. An dem Timing musst du echt arbeiten. Ich muss dir was fragen. Musst du das? Ihr Handlanger wisst doch bestimmt, wo mein Vater gefangen gehalten wird. Oder? Handlanger? Habt ihr das gehört, Jungs? Es sollte uns lieber ein bisschen Respekt entgegenbringen. Der Kerl ist ja ziemlich eingebildet. Was denkt ihr denn, mit wem er redet? Hä? Ich habe keine Angst vor euch, New Dawn Racers. Wann? Oder die Clown-Gruppe von den New Dawn Racers? Das sind ja große Worte für so ein kleines Kind. Na gut, besiege uns und wir sagen dir vielleicht, was wir wissen. Wenn sie was wissen. Einverstanden. Nicht so schnell. Es gibt noch eine Bedingung. Es wird ein Kampf 3 gegen einen. Ja, sehr fair. Du meinst ja doch nicht ernst. Meinetwegen. Dann mache ich euch 3 eben auf einmal fertig. Besiege die 3 Clowns. In der City. 990. Hui. So, ich warte mal lieber ein bisschen. So. Einmal hier. Jetzt habe ich nur einen. Gut, Black Boss Level 15. Unbedingt jetzt das leicht überlevelt. Kampfwerte. Was haben wir denn hier?
Okay, das AA. Also für Deko-Quest muss ich am meisten Acht nehmen. Deko-Kai, okay, die haben beide Deko-Kais. Wahrscheinlich ist das so, der untere von dem dicken, das ist ein bisschen schwächer. Okay, die unteren haben ein bisschen mehr LP. Aber der obere ist ein bisschen gefährlicher. Okay, das ist Schnitz. Und das habe ich und Schwert und Lanze. Aha. Ja, fangen wir mal an. Wird schon schief gehen. Erstmal ein bisschen rankommen lassen. Ein bisschen verstecken. Ja, gut, so gut wie es geht. Was du kannst, kann ich auch. Oder eine ziemlich gute Verteidigung. Etwas besser wie ich. Hoppala, ich kann nicht mal springen. Ich bin so schlecht. Aua. Oh, was liegt denn da rum? Ach du Scheiße. Wenn ich nehme erstmal dich zur Brust, geht's mir nicht ein bisschen auf den Sack. Alles umschaut ein bisschen nervig. So, die eine liegt eh schon bald. Nämlich, genau. Geschockt. Und? Moment. Down. Down gemaked. So, der nächste bist du, wenn ich es überleben würde. Weil es sieht noch einigermaßen gut aus. Mhm. Ein Sprungkick. Hallo, gehst du mal kaputt? Bisschen Spannung. So, und? Das heißt nur noch du und ich, Schnucki. Mann. Gegen Frau. Auch noch Blacksuit Boss, cooler Name. Und? Final Hit. Wow. Das war episch. Und auf verdammt knapp, ach du Scheiße, nur noch 15 LP. Gar nicht drauf geachtet. Alles schön getuned. Mhm. Deko Ace als Finalbonus. Schlag, okay. Das Kopfteil davon. Granate. Noch ein Deko Kai Teil. Ein linker Arm. Heizt mir ein. Eine Medaille, Müllmedaille. Hm? Schöner Loot. Aber jetzt sagen wir erstmal, was weißt du? Boss, der Roboter dieses Junges ist viel stärker als beim letzten Mal. Nein, das ist doch. Diesmal wird's einfach. Ja, du hast gesagt, wir können gar nicht verlieren. Vor allem ich nicht. Klappe zu. Ich glaube, bei meinen Berechnungen noch ganz leicht daneben. Ja, es war schon knapp. Ich habe gewonnen. Also sag mir jetzt, wo mein Vater ist. Klar. Als ob. Wenn du das unbedingt wissen willst, finde es selbst heraus. Mit anderen Worten. Das war's für heute. Rückzug. Geht klar, Boss. Hey, wartet! Das dachte ich mir schon fast. Entweder wüssten die nichts oder sie wollen es nicht sagen. Hm. Diese Verlierer haben wahrscheinlich eh nichts gewusst. Mit Sicherheit. Trotzdem waren. Starker Kampf. Ja. Der Sigma DX9, der gar nicht eingebaut ist, macht echt einen riesen Unterschied. Fühlt sich gar nicht, also könnte ich jetzt mit jedem aufnehmen. Ja dann. Gehen wir schon mal rüber ins Blue Cats Café und bringen uns in Turnierstimmung.
Neue Post. Kann die Post wird nur so eine Art Story-Update sein. Infos. Ne, das war so ein Zeugs. Waffenarme. Sind der Name schon sagt, eine Kombination des Waffen- und Armteil. Oh gut, das ist auch cool. Also wie bei Final Fantasy 7 bei Red, genau. Das ist schon cool. Waffenarme sind für nahen Fernkampf geeignet. Du kannst jederzeit zwischen den beiden wechseln. Wenn du oben auf den Würfel drückst, das ist cool. Brauche ich jetzt mal nicht. Jetzt mal ab zu nicht eine Ware zu Blue Cats Café. Ich habe schon davor gedacht, vielleicht machen wir noch ein kleines Match, aber das brauchen wir jetzt auch nicht mehr. Das gab es ja schon. So, zu den Shops. Dann gucken wir mal rein, was da noch alles los ist im Café und dann. Jo. Ne, das ist. Bäckerei, hä? Ah, stimmt. Das ist ja hier hinten. Ich sehe schon. Die große Taste Cappuccino. Das wäre jetzt gleich Cappuccino. Na, später. Ein paar Minuten machen wir noch und dann. Oh, Hallöchen. Wir haben gehört, ihr macht bei den Katakomben-Turnier mit. Macht ihr auch mit? Das wäre schon cool. Man erzählt sich. Ihr schaut euch in letzter Zeit gar nicht so schlecht. Tank wollte euch unbedingt wiedersehen. Hä? Ihr! Ihr! Bösewichte! Hans Helfer. Genau, so heißt ihr. Was wollt ihr? Rache für eure Niederlage? Das ist nämlich nicht drin. Nein, nichts in der Art. Hans will euch sehen. War das der Typ, der uns gesehen hat? Also ich weiß, dass irgend so ein Typ, der ein bisschen 0815 aussieht. Ich weiß nicht, ob das Hans war. Hans habe ich jetzt auch schon lange nicht mehr gesehen. Er hat Tank gesagt, bring Wann her. Hans will sich mit uns treffen. Wieso? Wer weiß? Glaubst du, es ist eine Falle? Überall Bösewichte von allen rein. Na gut. Wo sollen wir ihn treffen? Er ist in der Spielhalle. Wir sollten Hans nicht warten lassen. Los jetzt. Gehen wir. Oder war das der Typ, der über Hans steht, aber auch so ein komischer Typ? Kann ich jetzt hier mal reingucken? Hallo? 1000 Leute hier. Zu den Katakomben gehen? Jo. Ich guck nochmal. Keine Sau hier. Und es sah doch davor viel größer aus in der Cutscene. Ah, nur so eine Art. Wo geht's hier lang? Oh! Hallöchen! Glitzernde Medaille. Die bestimmt ein bisschen was wert. Das ist ja gestern das Hinterhof. Und ein illegales Spielcasino. Das wäre schon krass. Da sehen wir Automat. Kann ich spielen? Ne. Kein Gambling für einen Gambler. Schade. Noch eine Kiste. Ja, das war's. Teamreparatur Small. Da später dann das Turnier. Krass. Und raus hier. So, muss ich jetzt hin? Spielhalle, genau. Guck ich mal, was der Hans will. Da musste ich doch nach oben gehen und dann bin ich doch schon direkt davor. Ne, Octopus. Dumpling-Dinger. Und zwar so weiter bin ich richtig. Das sieht doch gut aus. So, Hans. Destroyer. You okay? Who are you?
Look. I have a vision of you bowing down before me. Can you see it? Then. Das ist Duck Sendo. Was für ein dummer Name. Wenigstens Dark Sendo. Was ist denn das für ein komischer Typ? Naja. Das ist Duck Sendo. Was? Kennst du den etwa? Er ist der Anführer einer Bande der Schule Is Pacifica, die mit Hans Helfern konkurriert. Also hat Bandenkrieg. Man nennt ihn den Springteufel. Cooler Name, weil er schnell und unberechenbar ist. Klingt doch einen starken Gegner. Das gibt's nicht. Tank kann es nicht glauben. Der zungenkomische Mund. Oh Gott. Die Zunge. Dead Facial Expressions. Das kann nicht sein. Wie konnte das nur passieren? Oh. Das ist nicht weiter kompliziert. Sein guter alter Destroyer wurde zerstört. Und zwar von mir. Duck Sendo. Okay, du bist Hans. Okay, du bist da oben ohne Typ, genau. Muss ich mal mehr merken, die sind alle so richtig komisch, also irgendwie. Also schon irgendwie nicht so ganz 115, aber doch so ein bisschen, also. Da muss man auch alles irgendwie einprägen. Bei den Kampf eben ist das echt kampf verwunderlich, dass er gegen einen blutigen Anfänger verloren hat. Destroyer wurde ja komplett zerlegt. Warum machst du sowas? Weil ich's kann. Ah, die Karte. Stärke. Was soll das heißen? Ganz einfach. Unser Freund Hans hier will einfach nicht stark genug, um es mit mir aufzunehmen. Deswegen musst du nicht gleich. Dir gefällt das also meine Art zu spielen, nicht? Wenn das so ist, lass die Sache mit deinem Kampf regeln. Glaubst du kannst meinen Harlekin schlagen? Oh, Harlekin habe ich schon mal gehört. War er sich bei den neuen Teilen, bei den Download-Teilen sogar? Ich glaube schon. Komm schon, fangen wir an. Match nach Match. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Amy hat recht. Der Typ ist unberechenbar. Ist sogar gefährlicher als Hans. Keine Sorge, ich pack das schon. Ich glaube übrigens, dass dann später Hans und seine Helfer auch noch unsere, nicht direkt Mitspieler werden, aber auf unserer Seite sind, kann ich mir ganz gut vorstellen. Also, dass wir dann Western Bros sind und dann später noch gegen andere kämpfen. Aber ich würde mal sagen, zeitlich gesehen, das machen wir dann erst im nächsten Part, auch wenn es gerade ultra spannend ist. Kann ich hier noch was machen? Ne, oder? Ne. Kann ich speichern? Kann ich rausgehen? Okay, juckt ihr nicht. Ich verpisse mich. Da ist doch gleich irgendwo ein Speichermetamo. Oder auch nicht. Nein, da ist keiner. Gut, dann gehe ich runter zur Bäckerei. Ne, hier zum Navarro's Model Shop. Metamo, bitte einmal speichern. Sehr gerne. Das machen wir dann hier, oder? Genau hier. Das wird überschrieben. Jupp. Okay, okay. Und weiter geht's hier im Kampf. Von uns gegen Sack Kendo, genau. Ne, Duck Kendo, nicht Sack Kendo. Duck Kendo. Genau. Wie der Kampf da weitergeht, das sehen wir dann im nächsten Part. Oder ihr Wiederkampf beginnt. Das ist ziemlich cool.
Das ist eine ganz gute Vorbereitung vor dem Turnier. Und ja, gut, dann würde ich sagen, danke fürs Zugucken. Und seitdem, wie gesagt, das sehen wir dann logischerweise im nächsten Part. Also, danke fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal, das hoffentlich keine ganze Woche wieder dauert. Mal gucken. Bis dann. Ciao.